Liebe Gäste, ich möchte mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Thomas Burkhardt. Ich bin hier der Eigentümer mit meiner Frau zusammen des Gebäudes. Wir sind die Turbinenhaus Naumburg GbR dieses Kulturhauses. Mir ist die schwere Last zugeteilt worden, die Eröffnungsrede zu halten. Ich habe keine fertiggestellte Eröffnungsrede vorbereitet. Ich mache das lieber frei. Zuallererst möchte ich Sie, liebe Gäste, ganz herzlich begrüßen und ganz besonders, es ist eine hohe Ehre für uns, den Herrn Botschafter der Republik Moldau, Dr. Oleg Serebrian, ist richtig, und seine Gattin. Es ist wirklich eine Ehre für Naumburg und für das Haus, dass wir Sie heute hier begrüßen können. Ich hoffe, Sie werden von Stadt und Haus nicht allzu sehr enttäuscht. Dann selbstverständlich unseren Oberbürgermeister, Herrn Bernhard Küpper, sorry, tausendmal. Und natürlich alle anderen Gäste ebenfalls. Ich habe auf meiner Redevorbereitung drei Punkte stehen. Der erste Punkt ist mein Eindruck von den Exponaten oder von der Ausstellung als solches. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, als ich das erste Mal die Exponate gesehen habe, war ich eigentlich erschrocken und beschämt. Ich sage Ihnen auch warum. Weil ich von Nikolai Röhrig noch nie in meinem Leben etwas gehört hatte. Das ist schändlich. Ich gebe es ehrlich zu, zumal wir ja ein Kulturhaus sind und meine Frau und ich, wir beide sehr eng in der Kulturszene in mehrfacher Hinsicht zu tun haben. Es ist erschreckend. Ein Mann mit einer derartigen Weitsicht, mit einem derartigen visionären Wesens über diesen Zeitraum, was er geschaffen hat, dass das irgendwo in der Allgemeinheit, in der Geschichte untergegangen ist, ist doch eigentlich erschreckend. Ich denke manchmal, wir kennen mehr große Verbrecher als kluge Denker. Nikolai Röhrig ist für mich der große Beschützer aller Kultur weltweit. Der Erste, der sich darüber Gedanken gemacht hat, wie kann ich das schützen, was der Kern einer Weltgemeinschaft ist. Die Exponate sind sehr, sehr vielfältig in dem Konsens von Text und Bildern, sind sehr professionell gemacht worden und ich muss mich da in diesem Zusammenhang bei zwei Leuten noch bedanken. Das eine ist das Ehepaar Lina und Rainer Schneider von der Deutschen Röhrig-Gesellschaft, die mit einem, agilen Eifer diese Ausstellung zusammengetragen haben, geschaffen haben und dadurch doch ein Stück Licht in das Leben vom Herrn Röhrig reinbringen. Und gleichzeitig möchte ich mich bedanken bei der Frau, die diese Ausstellung vermittelt hat quasi, Frau Helge Heilig, der ich dafür sehr dankbar bin. Und das aus zwei Gründen. Erstens lieben wir solche Veranstaltungen hier im Haus. Wir haben auch eine Funktion als Kulturbildungsstätte, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Und zweitens ist es so, dass diese Veranstaltung für mich den Startschuss gibt oder für uns alle, die im Haus beschäftigt sind, den Startschuss gibt für einen hoffentlich glücklichen Neuanfang nach einem Wochen, ja fast monatelangen Dornröschenschlaf. Aber wir alle kennen die Probleme, können keinen Schuldigen benennen. Es ist, wie es ist und wir müssen damit umgehen. Es ist sicherlich auch richtig so. Erschlagend für mich bei der ersten Betrachtung der Ausstellung war auch der Text, die textmäßige Fülle. Du musst dich völlig in ein völlig fremdes Milieu oder Inhalt reinarbeiten. Das macht kein Mensch in einem Buch, nur ganz wenige zumindest. Dafür ist diese Ausstellung eine sehr gelungene Art der Darstellung, zumal, wie ich schon sagte, in dem Kontext mit den Bildern von Nikolai Röhrig, er hat ja nicht nur als Politiker geschaffen, sondern eben auch als Maler.
Und das macht es eben so interessant, zumal es sind zwar leider hier nur die Reproduktionen seiner Bilder zu sehen, aber seine Bilder finden wir in allen großen Galerien international. Also er ist beileibe kein Nobody. Warum ist er dann verschwunden aus unserem Blickfeld? Die Frage stellt sich mir immer wieder. Es geht immer um das große Thema bei ihm, Schutz der Kulturgüter. Was empfinden wir persönlich als Kulturgüter? Kulturgüter, und das ist in jeder Nation so, sind Identifikationsobjekte, wo die Bevölkerung einer Nation sich verbunden fühlt, die die Nation zusammenhalten. Das sind natürlich große Bauwerke, handwerkliche Leistungen, künstlerische, schriftstellerische, malerische Leistungen, aber manchmal sind es auch Weltansichten und Gespräche, die ein Teil dieser Kultur sind. Was macht man, wenn man ein Kulturdenkmal in kriegerischer Weise zerstört? Taktisch sehr clever, man nimmt dem Volk seine Identität. Letztendlich sehr dumm, denn man nimmt nicht nur dem Volk seine Identität, sondern der gesamten Welt seine Identität. Denn nur in dem Zusammenspiel aller Nationen, aller Kulturkreise, aller architektonischen Kreise, können wir die Gesamtheit der Leistung auf unserer Erde eigentlich bewerten. Und keiner, ich sage das nochmal, keiner auf dieser ganzen Welt hat das Recht, sowas zu zerstören. Und was wir heute erleben, wissen wir alle, es werden tagtäglich Kulturgüter zerstört. Ich frage mich nur, wer diesen ganzen Preis dafür bezahlen soll letztendlich. Wir sind es alle. Und deswegen muss ganz, ganz nachhaltig weitergearbeitet werden zum Thema Schutzkulturgüter, sonst nehmen wir selbst unsere Identität. Es wäre mehr als schade drum. Und wenn wir das so sehen, da muss ich noch mal einen kleinen Schwenk zurück machen, dann wissen wir, was das Ehepaar Schneider eigentlich hier auf die Beine gestellt hat. Das ist nichts Lokales, das ist kein individuelles Hobby, sondern es ist eigentlich ein Hilfeschrei, der an uns alle geht. Ich wünschte mir, dass ganz, ganz viele Leute diese Ausstellung besuchen, um einfach, um wenn es nur, zu beginnen zu denken über diese Fragen. Wir werden natürlich nicht unbedingt die große Politik damit ändern, aber vielleicht einen Denkanstoß darüber zu schaffen, was passiert, wie man anders damit umgehen könnte. Und was Kulturgüter anbetrifft, machen wir uns alle nichts vor. Die Höhe des handwerklichen, des künstlerischen Standards, des Könnens in einzelnen Nationen driftet sehr weit auseinander. Jeder hatte seine Hochphase, wo die wieder verschwunden ist. Ja, wie gesagt, wo die wieder verschwunden ist. Wo große Gebäude, Denkmäler entstanden sind und plötzlich nach 1000 Jahren ist dieses Handwerk nicht mehr da. Dann dürfen wir diese alten Schätze nicht zerstören, denn wir zerstören unsere eigene Geschichte. So, jetzt habe ich genug belabert. Jetzt nur ganz kurz noch vielleicht ein paar kleine Bemerkungen zu diesem Haus hier. Dieses Haus, wo Sie sich jetzt hier drinnen befinden, haben meine Frau und ich als GBR 2014 erworben. Es war das erste städtische Elektrizitätswerk, ist eröffnet worden im Jahre 1907, zu dem Zweck, die damals völlig veraltete Dampfstraßenbahn abzuschaffen und zu ersetzen mit einer elektrischen Straßenbahn. Dazu brauchte man Strom. Und um diesen Strom zu erzeugen, hat der Oberbürgermeister Emil Kratz 1906 beschlossen, ein Elektrizitätswerk zu bauen. Nach heftigen Widerständen, aber er hat es geschafft.
Und jetzt kommt der Gag an der ganzen Geschichte. Er hatte eine Vision, hat das 1906 beschlossen. Und am 1. Januar 1907 hat dieses Turbinenhaus oder städtische Elektrizitätswerk hat das seine Eröffnung gefeiert. Ich sage nur Berliner Flughafen. Es ist schon interessant, wie schnell damals Dinge gehen konnten. Es ist für meine Frau und mich ist es wirklich ein ganz wichtiges Industriedenkmal gewesen, was gefährdet war durch eine bautechnisch beginnende drohende Teilabrissgenehmigung und dann auf den Plan gerufen hat, wo meine Frau nicht gesagt habe, nein, das Haus darf nicht sterben und wir haben es privat erworben und das Turbinenhaus heute, muss ich gleich dazu sagen, ist nach wie vor ein reiner wirtschaftlicher Betrieb, Kulturbetrieb. Wir haben gebaut, bin ich ganz ehrlich, mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 75.000 und EU-Fördermittel in Höhe von 42.000 für die Außenanlagen. Aber wir haben für den gesamten Bau 6,2% Förderung für die Baukosten bekommen. Es ist also nach wie vor geblieben ein rein privates, mit Wohlwollen der Stadt entstandenes Gebäude. Wir fahren die ganz breite Schiene an Veranstaltungen, also es fängt wirklich an, Buchlesung, Diskotheken, Tanzveranstaltungen, klassische Musik, Rockmusik, also wir decken Galerien, Kunstausstellungen, wir decken also das ganze Spektrum ab, wir sind sehr, sehr variabel, weil wir ganz tolle Mitarbeiter haben hier in diesem Haus, die unersetzbar sind. Das Haus, wie gesagt, 2014 haben wir es erworben. Am 9. September 2015 war der erste Spatenstich und am 16. Dezember 2016 konnten wir die Baufertigstellung feststellen oder melden. Wir haben also auch, genau wie Emil Graz damals, ein reichliches Jahr gebraucht. Muss ich auch eine kleine Bemerkung dazu machen, aber das war nur möglich, weil wir aus der Region die fantastischsten, grandiosesten Firmen hatten, die Sie sich vorstellen können. Es waren Firmen, für denen dieses Haus von Anfang an ihr eigenes Haus war, und so haben sie auch gearbeitet, als wäre es ihr Eigentum. Das Haus wird überproportional gut angenommen von der Bevölkerung. Wir haben auch sehr zeitig die Bevölkerung mit eingebunden in unsere Baupläne, sehr, sehr zeitig sogar. Und ich denke, sicherlich ist Corona für uns jetzt ein großer Schlag gewesen als wirtschaftliches Unternehmen. Es ist nicht einfach, aber wir haben es geschafft und wir werden es auch weiterhin schaffen. Das Haus wird nicht sterben. Das kann ich Ihnen jetzt schon prophezeien, es wird nicht sterben, es wird erhalten bleiben. So, jetzt lasse ich Sie einfach in Ruhe. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das Wort an Oberbürgermeister Küpper.